Was machen wir, wenn die kommt? Ja, die kommt rein. Nein. Also, bei mir leckt das so derbe, ne? Wenn dann nur ohne Waffen. So, Mr. Oder Mr. Häuchen, die Polizei in einer Sportlimousine. Was? Wenn dann nur ohne Waffen. Die nette Dame hat vielleicht mal größere Kaliber rausgeholt. Ja, besser. Drei Stück, ne? Lass sie töten. Dann meinst du, ob die hier so eine Razzia starten? Ja, die Polizei an der Oh, die Polizei kommt. Verpisst euch! Ich hab hier noch ein bisschen Bier, bitte bleiben Sie ruhig. Hat jemand was drauf für mich hier? Ach, die LZ-Beschmisse, haben Sie mal was 3000. Drauf? Ja, die Waffen, wenn Sie rein wollen, die Waffen auf 3000 packen. Das ist ja ein expansives Business hier, aber gut, ne? Oh Gott, ich bin hier gerade voll überfordert. Kellnerin bitte schon mal nicht. Nee. Oh Gott, jetzt hätten wir mal SOA, die auch Eintritt zahlen müssen. Nein. Ich will mal das Kokain und so ein bisschen aus. Weil ich geh zu Koka, bei mir ist das. Ich wollte auch noch was zu rauchen. Hat die Polizei. Ich verteile die werden Lady, die mich bedient hat. Oh, hier sind doof? Nein. Hallo, Mrs., würden Sie nochmal vorgehen? Ja, hier bin ich. So, wie ist der? Ich hätte gerne einen 5-Joint, ne? Rucksackkontrolle. Aber fertig, Leute. Ja, kommen Sie mal mit. Wir sollen mal eben den Rucksack auf den Boden legen, dann kommt er eben rein. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein Seniorenausflug ist. Hallo, wie ist das denn nun mit dem Grill? Wann sieht der denn angeschmissen? Ich hab doch solche. Oh nein. Sie können Essen bekommen, es geht sofort los. 25.000 pro Person. Mit dir nochmal Geld aus? Martin, wo ist denn das? Ach, der Herr, Mann, haben ist Sie. Hier. Wie geht's? Kaninchen, ist hier hinten. Ist hier hinten das Kaninchen? Komm nicht mal in die Tür rein. Martin, ich brauche ein bisschen Essen von mir. Wo ist denn das Kaninchenfleisch, Martin? Da müsste doch entweder ein Hemmet sein oder hinten in der letzten Kiste. Fünf Stück wollen Sie dann, ne? Nee, nicht nach vorne. Ach Gott, ich bin hier gerade so, voll. So, wie geht jetzt das Kaninchen? Oh, dankeschön. Ja, ich esse ein Kaninchen. Ja, also verschwand normal. Also die Polizei will da bei euch rein, da hinten. Dankeschön. Ja, da kümmern sich die Kollegen drum. Bitte sehr. Ah, vielen Dank. Gibt es ja auch irgendwo ein stilles Örtchen, wo hier nicht so viele Zivilisten sind, sagen wir mal so, wo man in Ruhe einen rauchen kann, na, auf dem Turm zum Beispiel, kann ich gestellen oder so. Ja, dann in die Kirche reingehen, das ist, Da hat mich aufgezogen. Für den heiligen Ort zum Kiffen, Mensch, das ist eine gute Idee. Ja, genau. FS-Alarmrot hat sich in der Öffentlichkeit getrunken. Kaufmaterial. 3000. Das ist ein Schnäppchen, Mensch. Ganz schön teuer hier. Oh Gott, der quält mich hier alles voll. Der hat mich aufgeknackt. Okay, kann man. Müssen erstmal Geld holen. So, ich bin gerade Kokain und so ein bisschen auf. Ja, ich muss mal gucken, wann sie alle das erste Black, den ersten Blackout bekommen. Wir haben zwei Polizisten in der Base. Die bewaffnet? Nein. Ja, ist aber. Haben Sie noch etwas Alkohol? Dankeschön. Haben auch sofort die Waffen weggelegt und alles, also. So, einmal rechts. Gut, vielen Dank. Eins kann ich Ihnen leider nicht geben. Wird Auto abgeschlossen von allen. Einen habe ich noch, den kann ich Ihnen aber leider nicht geben. Soll ich den Typen, der hier sich ausgezogen hat, mal auffordern, sich wieder anzuziehen? Was haben wir denn eigentlich? Haben wir den Hähnchenfleisch? Ich habe bloß noch zwei Bierflaschen noch. Ja, die müssen wir wieder auffüllen. Ich habe jetzt auch schon Binder unterwegs hier. Ja. Servus, machst du ein Video eigentlich? Ja, mache ich. Aber das ist okay, total durcheinander, weil ich nicht weiß, wer mich anspricht. Ja, guck mal bitte zum Haus jetzt zu eurer Hand gleich. Bis gleich was. Was, zum Haus? Der wird wahrscheinlich eher mitbekommen haben. Ich muss hier unten den Eingang bewachen. Jetzt mal bitte Alkohol. Wo sollen wir hingucken? Ja, ich hab mal zum Haus, keine Ahnung. Ah, er steht auf dem Balkon. Muss man neues holen.
Flügel sind gewachsen. Der alte Mann hat meine Sachen geklaut. Wo ist die nette Dame? Oh. Hallo, die nette Dame? Kommt eine Biene. Hallo, die nette Dame. Jawohl. Hallo, ja? Hallo, nette Dame. Ja? Herr Verlochen. Oh nein, der alte Mann erführt. Ich hätte auch gerne dreimal. Not, not, not. Oh nein, der alte Mann. Ja? Erste Todesfall. Ja, Mann. Ich hoffe. Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, das wird alles in eine Maske teilen. Nein, dann 5. Ah, kann ich nicht. Ja. Nee, das sieht nicht so gut aus. Was dann eh passiert? Hallo, Polizei. Hallo. Der FS Chris, der will hier den Sie, Hatchback von der Polizisten klauen. Herr Seifert, sieh mal ab, jetzt bin erstmal ich dran. Ja. Kleinen Moment. Sie, kann ich auch ein bisschen auf die Autos draußen mit euch? Ja, also, ein bisschen Hunger. Ja, guten Tag. Hat irgendjemand Anziehsachen für mich? Mr. Dingo. Bitte sehr. Hab ich hier ein ruhiges Leben, ey. Ja. Also ich dachte, er hat Nein. Ich hab nichts bekommen. Ja, 3000. Ah, guten Tag. Junge, hallo. Hallo. Wollt ihr was trinken? Ja, dann gehen wir so zurück. Erster Todesfall. Also keine alkoholischen Getränke, wenn dann das Wasser oder so, wenn Sie was haben. Ja, und was wollen Sie zurück, wenn Sie gut haben wollen? Jo, ich bringe Ihnen noch eins. Vielen Dank. Ich glaube, ich rufe mal den Notarzt, oder? Ja, natürlich. Ja, mache das mal. Rufen Sie den mal bitte. Gucken mal, was hier schon mal tut. Ich glaube, hier kommt ein Helmet an. Ja, hört sich ganz stark so an. Guten Tag. Herr Fieser, warum sind Sie auch da runtergesprungen? Jemand ist verbannt. Oh. Sie einmal Ihre Waffe abzulegen. Hat er zu viel Alkohol getrunken, der Herr, oder warum ist er da runtergesprungen? Ja, es ist jetzt sehr exzessiv hier, das Ganze. Er wird wahrscheinlich zu viel getrunken haben. Hat irgendjemand an... Was brauchen Sie denn für mich? Ja, ich hab mir das schon fast gedacht. Ja, vielen Dank, der Herr. Ich hab schon Arzt angerufen, mein Arzt ist unterwegs, da können wir sich mal... Aber ADAC, die bezahlen auch. Wieso sind die Cops eigentlich hier? Ja, die haben Eintritt bezahlt. Ernsthaft? Oder nobody? Ja, hallo. Hier ist wieder voll. Ja, was machst du hier? Robert, ich möchte hier essen, wir wollten mal das Barbecue. Möchte jemand Whisky haben, dann könnt ihr zu mir kommen. Freund, ja, umsonst oder ja, nicht? Ja, aber Stoff, ey. Ja. Der knallt euch. Ja, das ist doch ein Hochgesetz. Ja, das dürfen wir ja nicht, ne? Wir sind ja hier im Dienst noch. Ja, Kokain ist doch da. Können wir gerne machen. Ja, können Sie sich auch mal anmachen. Ich würde gerne den Kopf verbinden. Naja, wir würden doch gerne nochmal ein paar Steaks abgeben, bitte. Die Kollegen, die haben alle Hunger. SOR, gerade rein, Waffen trotzdem ablegen, ne? Ja. Alle Waffen weg. Kann der die bei mir in Hunter legen? Ich würde gerne ausziehen. Den netten Laden haben wir. Dann kriegt er den Schlüssel. Ja, okay. Haben die selber nicht irgendein Fahrzeug? Wie bitte? Also, außer die Waffe in die Hand und packt die rein, aber das ist ja auch ein Scheiße, ne? Doch, ganz gut. Ah, sehr lecker. Innen noch schön rosa. Ja, draußen. Wir können ja den Gewahrsam nehmen, dann gibt uns die Waffe und wir tun ihn im Lager. Muss das sein? Soll ich auf Boden nehmen? Gehen wir alle ab? Krass, die hier leer aus, Alter. Alter, oh Gott. Soll ich ja Marihuana nachfüllen, ne? Nobody, kommst du mal eben hier hin? Wir will den Spaß mal geben. Ach, einmal aushalten, ja. Der Notarzt kommt gerade. Marihuana ist gleich alle. Echt? Nicht alle? Stoppt einer online? Die werde ich nur für Sie verwahren. Oh. Ja, noch 9 Stück. Was denn? Was? Noch 9 Marihuana haben wir in der Base und ich weiß nicht, wie viel noch drin ist, aber müsste auch nicht mal viel drin sein bei den 48 anderen. 40 Kokain haben wir nur noch. Guten Tag, meine Herren. Heftig, Alter, da kann ich sein, ey. Ja. 27 ganze Lager Marihuana ist noch. Ganze Lager voll mit Alkohol und Drogen gehabt und jetzt ist das alles leer. Ja. Bekomme ich noch das Geld dafür? 12.000? Meine Herren. Und für wie viel ist das jetzt alles umsonst oder was? Oder? Drogen, nein, alles andere ja. Oh nein, da ab Eintritt halt, ne? Ja. Doch. Mal schwer mal kurz den Eingang hier. So, Hartwig. Dankeschön. Da komme ich mal eben runter, gib mir mal dann. Genau, dann komme ich hoch einfach. Kommst du hoch? Ja, ja.
Alter, ich muss sagen, das ist ja ganz schön hier. Na, schubsen sie doch nicht. SOA auch schon, ne? Entschuldigung. Ich habe SOA noch nicht gesehen. Hier musste wirklich, doch, ich musste wirklich viel mehr Leute, muss, an jeder Kiste muss ein Typ stehen, damit er nur sich um sein Ding da kümmert. Das ist jetzt zu blöde hier. Ja, aber wir sind auch zu wenige Leute. Ja. Nee. Aber einer kann ja Coca und Hero, Coca und Marihuana gleich, also. Ja, Whisky ist doch ziemlich viel da. Das ist ja nachher überreif. Muss ihn brüten. Ich gebe ihn. Ich muss nur noch Marihuana Zeug hier an die Leute. Geh mal gucken. Ja, dankeschön. Steht da hier vorne. Hier vorne steht da. Hier hinten. Hier. Wie eigentlich mein Name aus? Bestimmt nicht, ne? Alter, ich will alles. Wir alle zu. Hören Sie mich? Ja. Gut. Es kommen jetzt noch zwei Kollegen, das können Sie ja schon mal anmelden. Die wollen, glaube ich, nochmal Marihuana fahren, oder? Wir haben deftig Hunger. Das ist kein Problem. Haben Sie auch noch Hunger? Dann kann ich Ihnen noch was geben. Welcher Kopf ist denn da vor dir? Ja, auf jeden Fall auf sowas, auf die Steaks stehe ich. Die sind richtig. Jeffrey Dingo ist da und der Cookie. Deftiges haben. Okay, dann geht das sofort los, ja. Okay, jetzt kommen da noch zwei Polizisten. Jo, ich laufe dann schon mal runter. Oh mein Gott. Setz mich da mal hin. Dann mache ich dann. Wie machen wir das? Wir brauchen noch ein bisschen. Wir brauchen echt noch ein bisschen, was? Ja, sollen wir eben mit dem Orca fliegen, oder was? Ja, ich hätte sonst vorgeschlagen, dass Robert einmal die Banane auspackt. Die Banane ist draußen. Ausgepackt. Ihr braucht einen Schlüssel, dann könnt ihr los. Ihr braucht DLC, um das zu fliegen. Ich hab das was, DLC, was ist aber mir? Ich will nicht fliegen. Ich fliege ganz aber dann mache ich wieder hier oben. Ja, ich hab auch kein DLC. Ich kann das fliegen. Der ich darf fliegen. Ja gut, dann da sind wir zu wenig Leute da unten, ne? Oder? Haben Sie einen Joint? Ja, zwei Leute müssen jetzt mal fahren gehen, schnell. Ja, haben die 3000 für mich? Wie bitte? Ich muss gleich selber was essen und trinken. Die 3000 Gott für mich? Kann ich mit meiner Mastercard bezahlen? Ich gebe Ihnen das schon mal für die Kollegen, ja, das Ganze. Vorgeld. Mach ich habe extra eine große Platte für ihn gelegt. Bei dir von dem Hunter? Also okay, gut. Na gut, da kann da, also hier erstmal kein Auto lang. Mr. Dingo, ich hab Ihnen schon mal die Platte gegeben für eine größere Gruppe. Ja, können Sie das dann verteilen an Ihre Kollegen? Dankeschön, ja, kurz mal hier hin. Ja, wir müssen erstmal hier das Nagelband einrollen. Das Nagelband geht jetzt hier irgendwie nicht. Ja, ich hab das Nagelband. Vorsichtig. Das ist Pix, ja. Schon mehr in den Füßen. Alter, wo sind denn hier die SOA-Leute? Einer ist da, der ein schwarzes an. Ja, genau. 19.30 Uhr machen wir Schluss hier. Oder warte mal, wann wird es dunkel? Oder wollen wir da noch. Nee, ist nicht. Ach, toll. Licht, da brauchen wir gar nicht, es wird nie dunkel. Ja, wir machen wieder einen Schluss und dann. Wie waren das noch zusammen? Kaufen wir den Rest alleine dann. Ja, wir zusammenrollen, dann ist das klar. Ich hoffe, Robert, nach dir wird verlangt hier irgendwo. Wo denn? Hier sind so viele Leute, die haben alle keinen Namen auf dem Kopf. Ja. Das ist hier irgendwo. Das hast du aber bestimmt auch selber ausgestellt. Nee, ich hab's an. Er kommt. Er kommt. Hier, ich bin hier. 34 Mario. Mach einmal Piep. Kleine Lampe brennt. Bitte nicht auch noch schon wieder runterspringen. Wir hatten erst schon einen Verletzten. Das wäre jetzt... Danke. Ja, Mr. Blacklight. Ja. Sag mal, ist jetzt noch was geplant hier oder als Fallschirmspringen dann nochmal? Die kommen ja auch gleich. Was sollen wir machen? Ja, wir können Fallschirmspringen alles aus dem Krankenhaus angerufen. Ja, wir haben noch eine Aktion. Wir können noch Fallschirmspringen. Oh ja, oh ja. Eine möchte unbedingt die. Natürlich nur so viel die Fallschirme reichen, ne? Also dann kommen Sie doch einmal mit. Also wer falsch umspringen möchte, der kommt mit mir mit. Ne? Von einem Sportlimo. Das sind bestimmt Cops? Naja, das ja, das wäre nee. Monster. Wichtig ist für Sie zu wissen, ne? Sie müssen dann innerhalb wieder landen. Ansonsten müssen Hallo, Sie noch weiter fahren. Sie bitte hier. Ich hab etwas laut, ich verstehe Sie gerade ganz schlecht.
Bleib hier, bei dir ist die Idee. Was? Bleib bei dir. Das Problem ist, ich kann ihnen nicht den Schlüssel geben, ja? Das ist dann schwierig. Man kann ja damit wegfliegen dann. Wir haben so ein tolles Gesicht. Nee, ob ich meinen Rucksack irgendwo reintun kann. Ja, aber die können sich hier reinmachen, ja. Da ausgeschmissen. Da müssen wir mal richtig. Aber ich kann ja gar nicht reinkommen. Na, gehen Sie mal geradeaus. Da finden Sie was. Martin, machen wir ein tolles Lied an im Game. Ja. Ich brauche mal ein Hemd hier, den mal den Leuten geben, den Schlüssel, wo sie ihre Sachen reinmachen können. Okay. Bleiben Sie bitte angeschnallt auf Ihren Sitzen, bis wir die Flughöhe erreicht haben, weil die Flughöhe erreicht haben. Dann öffne ich hinten und dann können Sie abspringen. Ich kann jetzt leider keine großen Gespräche führen, weil der Helikopter sehr laut ist. Wir sind jetzt bei 600 Meter Höhe. Ja, 700 Meter Höhe. Ich mache dann hinten die Klappe auf und dann können Sie runterspringen. Wir haben jetzt gleich bei 1000 Meter Höhe öffne ich die Klappe. Ich bin jetzt 1000 Meter Höhe mit denen, ich lasse die jetzt runterspringen. Warum sind so viele Leute gestorben? Limo auf einmal gestorben. Guck mal, ein Hemmel ist explodiert. Nein. Die wurden wohl abgestorben. Alter. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier vor
Hat schon gehört, uns zu designieren, glaube ich. Leute laufen noch. Ja. Ja, hallo. Guten Tag. Oh, zu viel, Leute. Mr. Davis, kann ich Ihnen irgendwas bringen? Banner, Handschlag, Blatt. Also, hier kein Notarzt in der Nähe, und genau. Ich bin noch rum drin. Genau, nein. War der FS Chris hier schon drin? Ja, ne? Ja. Ja. Der war mit dem Fallschirm, also hallo. Wie kann das aussehen? Einer von der LZ ist ein Fahrzeug. Dürfte ich mir ein Fahrzeug eventuell ausparken, was auch immer. Der befindet sich in der Nähe und ich möchte ihn noch. Hummingbird anbieten. Nee, Hummingbird ist schon. Ich glaube, ich laufe hier noch einmal durch und gucke, ob die ganzen Autos so sind. Fahrzeug, da ja nach GPS-Ortung in der Nähe sich hier befindet. Was kann ich dir bringen? Welches du? Die Challenge Speed Offroader oder so. Ja, muss. Da kann ich jetzt auch. Die geht nicht, weil die Banane da steht. Kann die Banane da einmal weg? Robert? Kann die Banane weg? Wieso denn? Oder kann ich einmal deine Handschuhe benutzen, um die Person zu orten, die dessen Fahrzeug gestohlen wurde? Leonardo. Ja, okay. Nimm den Hunter. Leonardo, ich war im Hunter hier mit meinem Kollegen. Wie bitte? Ich fahre im Hunter hier mit meinem Kollegen, im Auto. Nobody? Ich gebe dir mal eben das Geld, was hier drin ist. Ja. Den FS Neoflame hat sein Loch oder hier offen stehen. Ich glaube, die FS wurde ausgerottet. Die kosten aber gut was, ne? Ich kaufe mir erstmal 10 von allen. In jeder Farbe. Ja. Guten Tag. Mann, sie haben aber jetzt alle der Leonardo. Der Kollege hat ja noch einen Kopf. Mit der Tür hier, oder? Da kommen sie, trauen sie sich. Wir kriegen noch was? Ja. Kosten 150 oder sogar? Ja, wir wollen 250. Ja, mit dem Bus bekommen? Ja. Ja, okay. Nö, oh, passt schon. Wir gehen nochmal kurz vor der Tür was klären. Ja, okay. Celine. So, kommen sie halt. Ja. Hast du vielleicht auch noch so eine Kleinigkeit für mich? Vielleicht eine Flasche Wasser. Ja, wir kosten 3000. Ihr wurde irgendjemand niedergeschlagen? Wo? Außerhalb von unserer Base. Sich bei dir anschreiben lassen. Okay. Dann interessiert uns das nicht. Ja. Obwohl, ihr habt ja Geld auf dem ATM. Hier, ne? Ja. Ja, da gehe ich mal eben hin. Benito-Kollege. Ein Bullenheli wurde gerade geklaut. Ich hoch passiv hier. Was geht auch noch? Auf den Sünder. Achtung, Achtung, da kommt ein Bullen. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Wer ist raus? Was wollen Sie denn? Hallo. Was geht denn unten ab? Ich hätte gerne einen Stoff. Das ist die Klappe, ich hier voll. Ich wollte gerade sagen, das ist außerhalb von uns. Ja, okay, machen wir zu. Ja, 3000 pro Ding. Cool. Mir steht der auf dem Auto drauf. Vielleicht hast du mit 12.000. Ja, der Rot, ja. Für 4 Stück.
Marihuana? Das ist in Ordnung, ne? Ja. Und vier okay. Wasser. Ja, ein Wasser ist erwartet. Soll ich dir abgeben? Ich tue das einfach im Winter. Was hier los ist? Mach ich einmal das Geld? Und kloppen die sich da draußen in die Besorgung oder was? Könnten Sie sich bitte einmal vom Eingang ein bisschen entfernen? Sie können bitte links hier und so weiter stehen, damit wir ein bisschen Kuranzbereich haben. Also. Muss ich ja, Mensch. Ey, wie kriegst du die so schnell raus? Best klingt. Na komm, ja, komm, komm, auf. So. Haben Sie einfach kein Geld für eine richtige Kleidung? Das wissen Sie, oder? So, wie schmeißt ihr jetzt? Wart ihr eigentlich heute noch beim Roboter? Ach, mit Geldang, ne? Wie bitte? Ja. Hast du heute an der Bank auch noch? Wenn du gleich noch hochkommst, kannst du mir was zu essen. Weiß ich noch nicht. Ja. Erwin Müller umsonst? Ach, vielen Dank. Wunderbar. Ja, ist er. Ja, ist egal. Sie können auch einen Krieg machen. Kommen mit drei Leute von der PS. Ach, servus. Komm mal. Treten Sie einmal drauf. Hier geht die Party, Alter. Keine Party ohne mich. Ja, der Jungfernhäuschen. Guten Abend. Ja, ausprobieren. Sorry, ja. Aber... Ist das ausziehen oder auch noch nicht? Nee. Gab's sie mir, hä? Okay. Ja? Wir bitten den Herr Jungfernhäuschen. Ihr habt's aber schön hier mit Propeller, ja. Hier war ich ja noch nicht. Auf Ihren Gelände. Aus welchem Grund? Wunderbar. Ja, er will... Ja, er will... Beleidigt. Sage Bescheid. Okay, dann muss ich anderen. Ah, na, ich würde jetzt. Nobody, achso. Mr. Müller, was kann ich für die tun? Was kriegen die? Du bist nicht mehr kokainsüchtig, schön. Wer liegt denn überhaupt hier rum? Wie bist du das? Ja. Wie sonst nichts. Ich glaube nicht, dass der Herr Junge... Ich ja schon hin. Ich kann echt sonst nichts sehen. So wäre heute hin, ne? Na, ob ich jetzt schon... Ein Bier, falls was vorhanden ist. Na, so ist schon heute hin, ne? Das ist nicht los für Sie. Ja, dann machen wir noch zu. Um Gottes Willen, rennen Sie mich damit um. Was schmeckt denn da direkt? Immer noch die Würstchen da. Ludwig mir auch drauf gefällt hier, ne? Komm ich mal wieder herum raus. Ich hab's nicht schon, naja. Ich spreche immer bei Ihnen Kollegen mal. Ja, heute wieder Ihre dummen Kommentare. Die sollen mal doch ihre Limo hier reinstellen. Ja. Die PS. Ihr Auto weil soll doch Auto in die Base rein. Rein. Ja. Die Reihen kann man doch rausnehmen, einfach so. Ihr seid abwarten. War der Meinung, uns zu beleidigen? Egal, die laufen dann. Fest drauf. Okay. Ja, wir gehen jetzt beide mal da raus. Jawohl. Was ist? Wir gehen da jetzt mal raus. Ich mach dir mal Dampf da. Was denn? Dampf? Das lassen wir uns in aller Öffentlichkeit nicht bieten, ne? Da lass den bloß. So, mach mal auf. Ich nehme jetzt. Warte. Oben gibt's Essen und Trinken? Okay, wo so Jungs, jetzt macht mal bitte hier keinen Stress. Der Jungfer heute ist der mein Schutz, oder? Ja, sorry. Okay. Egal, öffentliche Beleidigungen dulden wir hier auf keinen Fall. Okay, der Typ hat irgendwie, keine Ahnung, Tourette oder was. Mr. Leonardo, könnten Sie mal bitte... Die haben schon einen Mund gehofft, ne? Könnten Sie jetzt bitte Ihre Handlung einstellen gegen den Eingeklammer? Ja, muss ich mal sagen. Ja, ja, machen wir gleich, ja. Leonardo, ne? Ich bin gleich mit meinem Trizeptio und bin das nur fertig. Dann stellen wir das ein, ui. Na ja, sei das, ich glaube... Ihre Gäste sind rein. Kein Problem. Ja, bleiben Sie jetzt mal ruhig, ja. Nein, ich komme auch nicht weiter. Ja, die Leute sind wieder ganz verweilen. Ja, wir sind gleich fertig. Oh. Hier, Mr. Glenn, mit der Waffe raus. Sofort. Wie bitte? Hier auch. Mit der Waffe raus. Mit der Waffe raus. Kollege, kommen Sie mal her hier.
Hank! Der Shot kommt wieder auf. Jetzt ist mal Schluss hier. Sie gehen mit der Waffe von dem Gelände. Öffentliche Beleidigung lassen wir hier nicht durch. Was für ein komischer Kauz. Jetzt geht's los, ja, endlich. So, das wird den Wer wird denn dazu gesagt, umgeschlagen? HF-Agent Kong. Immer noch? Ja. Hilfe, ich habe 25.000 bezahlt, ich werde mir meine Waffe geklaut und ich werde hier ständig niedergeschlagen. Ich hätte die als beleidigt. Ja, Häutchen. Vielleicht kommen wir in die Fahne. Leute, jetzt ist ruhiger jetzt hier. Ruhiger jetzt hier. Nein. Ach, ich fick dich in den Arsch, du Fotze. Könnt ihr mal vor der Decke hier? Ich glaube, das war nicht erschießen. Ich glaube, es ist mir egal, was sie sagen. Nein, das ist leider eingerichtet. Das kannst du nicht bringen. Vielleicht steht zum Schuss hier. Das ist mir scheißegal, muss er sie zusammenreißen, das geht so nicht. Lass mir nicht alles. Ich glaube, jetzt können wir auch langsam mal die Knicklich da schmeißen, oder? Ich glaube, wir müssen hier niemanden ausschmeißen. Mr. Glenn, mit der Waffe raus aus dem Gelände. Eins, zwei, gut. Ich will dann jederzeit mal die Schranke machen. Machen wir die Schranke. Jo. Auf dem Balkon von dem Haus. Wir werden die jetzt hier vorne hier ein bisschen Schutz haben. Werde ich jetzt schon mal sagen, die sollen die jetzt hier ja. Dann die getötet. Ja, aber ich kann nicht wirklich. Ich bin auf dem Balkon. Gut. So Jungs, jetzt lasst ihr bitte meine Gäste in Ruhe. Ja? Mr. Glenn, lassen Sie jetzt meine Gäste in Ruhe. Oder wir bekommen hier ein paar Schwierigkeiten. Wer kommt hier in Schwierigkeiten? Das ist aber doof, ne? Also, was geht aber gar nicht. Auch noch ein Über... Nee, gleich geht's los. Scheiße. Ich kann das Essen nicht von den anderen unterscheiden. Okay. Der linke ist Robi. Wir müssen den Glenn töten und den anderen da hinten. Das ist groß. Groß. Irgendeiner von denen. Und wir zwei haben noch Waffen hier außen. Also SO3A Dryman läuft hier links gerade in den Zivi-Klamotten. Ja. Weil der hinter uns hat jetzt auch eine Waffe. Was? Einmal die Waffe wegstecken. Oh, Herr Müller. Das geht aber nicht. Braucht ihr Hilfe unten? Oh Gott! Ich weiß nicht, was? Ich kann ihn nicht auseinanderhalten hier. Hilfe? Also dieser nackte Typ da, der muss erschossen werden. Ja. Der Robi muss erschossen werden. Robi? Der Robi, ja. Der SOA Benito, der qualmt gerade. Hinter dem SOA Benito ist der SOA Flinten-Uschi in dem Pili-Suit. Der wird auch nicht erschossen. Also der gerade die Hände auf dem Kopf hat, Robi erkenne ich. Und der gerade auf dem Boden liegt, ne? Genau, das ist... Warte, jetzt halt stopp. Ne, wir müssen mal gucken. Jetzt geht's vielleicht andersrum. Jetzt wird der FS hier getötet. Warte, können Sie aufschießen? Wir haben alle Waffe oben. Der wird vielleicht Tote geben. So, Pussy. Warte, ich mach kurz so ein Geld und so alles in den Hand da rein. Ich hab jetzt oben den Eingang zugemacht. Also wer wird jetzt erschossen? Ja, der Qualm. Robi erkenne ich. Und wer noch? Wer ist ein Robi? Der jetzt auf dem Boden liegt mit dem Barett. Okay.
glaube, ihr habt ja alle ein bisschen mehr getrunken. Macht euch rein. Das ist, glaube ich, den der Feind. Stellt draußen von der den Stoff an und dann Schilder ergeben. Weil der ist auch ein Tipp, dem hier zu verschwinden, mal langsam, ne? Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, irgendjemand zu sagen, dass er hier verschwinden soll. Noch keine Schießerei anfangen. Ich bin ja draußen, glaube ich schon. Robert, ich bin noch nicht wieder auf meinem Posten. Meine Waffe. Das ist ein verdammt harter Hund. Ja. Kann man jemand Jungfern heute sagen, dass Robi im Besitz seiner Waffe ist? Ja, da konnte ich leider nichts machen. Genau. Robi, Robi hat jetzt gerade den Typen. Robi, jetzt hör auf, hier die Leute zu niederzuschlagen. Was? Für mich? Ja, wenn der mich beleidigt, ist mir scheißegal. Ja, ist scheißegal, bin schon Single. Okay, ich werde jetzt gleich Robi töten und danach müssen wir gucken, wer dann noch irgendwie von der... Soll ich von hinten? Da laufe ich einmal außen rum. Wollte ich gerade sagen. Nur SF, oder? Da sind wir gerade in sehr einer schlecht komischen Position, alle. Wollen wir mal wieder reingehen? Wollen wir mal wieder reingehen? Da weiterfallen? Ja, gut, jetzt ist ein bisschen unsicher hier. Ein bisschen Licht an noch hier. Komm, gehen wir mal alle rein. Die noch geben, nur mein Auto steht oben. Die Waffen bleiben aber draußen. Oder im Rucksack. Was zu trinken? Herr Diablo, darf ich mal rein? Ja, warte, guck mal. Ich hab jetzt gerade gar nicht verstanden. Ja, hier, mein Ausweis. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du uns von der PS Unterstützung holen. Hallo? Ja, ja, mach auf. Ob Sie meine Waffe einlagern können? Das kann ich machen, ja. Also ich kann auch außen rumgehen, dann hoch zu Ihrem Kollegen da, da steht auch mein Auto. Ja, dann gehen Sie mal bitte dahin. Lassen Sie auch schon bei sich, also... Dann gehen Sie mal bitte zum Kollegen. Also, alles klar. Also. Auch jemand gleich ein Bier? Jawohl. Ja, ich bitte. Ich finde das Bier nicht gerade. In der ersten Kiste. In der ersten von den vier Dingen. Geht weiter? Ich muss jetzt erstmal was essen, ja. Und trinken. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Hallo, herkommen. Wo haben Sie denn die Spielkamera angelassen? Ja, der ist weggelaufen. Ja, das ist ja scheiße. Ja, das ist schon eine Krimpel. Ja, mit anderen? Und Jungs, dann schlossen wir aber alle zusammen an, ja, oder? Also jetzt halt beruhigt ihr. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, dann gehe ich wieder zum Eingang. Wer hat noch nichts? Wer hat noch nichts? Vielen Dank, der Nobody. Gap. Wollen wir die Polizei anschreiben, dass Bewaffnete vor der Base? Nein. Ein geiles RP. Boah, danke. Oder wir schreiben denen einfach, wir wissen, wo... Danke. Wo Bewaffnete mit Waffen, also Bewaffnete mit Waffen, bewaffnete Personen wären, gegen ein kleines Entgelt würden wir dies verraten. Ja, die wissen, dass das hier ist. Nein. Da fliegst du doch weg, oder? Ja. Der andere hier, der nehmen wird, steht immer noch von denen da. Whisky und Bier ist alles aus der Welt jetzt raus. Also, das ist, was in die Kisten ist. Nee, ja. Die stehen hier noch. Bemerken über die hässliche Kleidung von Herrn Leonardo. Ich hab deine Tage, Mensch. Ja. Da wollen wir nochmal um die Ecke gehen. Der Blaumensch. Das können wir gerne machen. Haben Sie Angst vor irgendwelchen... Wo ist denn hier die Toilette? Das Bier kommt langsam raus. Ja, wir müssen ja den übertreiben. Toilette ist hier. Toilette ist hier. Einmal da hinten durch. Rechts, da sind die Toiletten. Da sind die Toiletten. Soll ich aufmachen, Robert? Okay, danke schön. Okay, nein, gut. Nein, klappt nicht. Nendo war schon nicht vergessen, ne? Mein Kabelbinder. Ich mach jetzt hier oben das Ding zu und komm nach unten. Kabelbinder hab ich nichts mit Uhren. Darf ich mal bitte mit wenig zu tun haben? Nein. Also die Hände gewaschen? Gib mir mal wieder. Ja,
Hörst du nicht, ja? Aber wir haben hier ein Problem mit einer Rahim, ey. Das ist scheiße gerade. Hallo? Wo denn? Ja, von der PS hat jetzt einer mit der Rahim gekommen und der hat ihn natürlich ins Auto gelegt, aber wenn man nur Waffe so ins Auto legt, kann man die rausnehmen. Schöner Name eingraviert. Eigentlich nicht. Er soll seine Schultern auf die Rücke nehmen und ja, wenn er sich zieht, ist er tot. Dann soll der mal eben hier hochkommen. Was denn? Was denn da unten? Der Mann von der PS mit der Reihe, soll mal bitte zum Tor kommen. Dann kommt dein Spielzeug und möchte wieder dumme Kommentare. Weil dann mache ich hier oben den Laden dicht, da ist passiert hier nichts. Ich brauche einmal diesen Herrn von der PS, der sein Auto da oben abgestellt hat mit der Waffe. Hört sich schon an. Der fährt jetzt unten bei mir. Fährt jetzt gleich beim Waffenladen. Westlich, Ost-Süd. Der ist hier oben bei mir. Nein, der ist hier unten bei mir. Hier oben ist auch ein. Was? Ja, dann wollen sie bestimmt sprengen. Polizei oder was? Jetzt haben wir noch nicht. Nee, Money Hunter. Ich komm mit hoch. Der Knatter ist schon mal vor die. Er kommt hoch. Schatten gestellt. 300 Meter 285. Ja, jetzt kommt noch ein Mohawk mit dem Fahrzeug. ADAC. Nee, ist kein ADAC. Doch. Ach, ADAC geht. Hunter hier reinfahren, weil das ist schon mal teurer, ne? Ja. Und dann fahren Sie den Auto hier rein, ist sicherer dann. Guten Tag. Hat keinen Sound mehr. Oder ist extrem leise. Einfach nach links soll der. Einfach links jetzt drüber. Ich will mal meinen Ausweis sehen. Ich Wollen Sie mal wieder rauf oder darf ich nochmal rein? Ich glaube nicht, ja, Mensch. Willst du runter, soll ich hier rumbleiben? Oder? Wir brauchen hier oben mehr stehen. Darf ich versehen oder? Kann sich einer von euch einmal unten ums Tor kümmern? Danke, ich bin gerade eben kurz AFK. Mach ich das. Sollte erreichen. Robi hat gerade Leonardo gesehen. Vielleicht so nett, wenn wir die Schranke aufmachen. Ich bin schon so alt, ich kann da nicht mal drunter durch. Oh, ich glaube, ich bin mit der Falkenpatschen. Hallo. Ich glaube, der ist schon noch da. Ja, was los? Was ist denn jetzt los?
X. Ach, mit Abdullah hat sich bei uns eine Gruppe. Robert? Ja, das mit dem blauen Nicky, das ist schon geil, mein lieber Mann. Was? Komm mit, Bruder. Ja, das ist eine Gruppe gejoint. Der ist wieder weg. Ja. Der ist wieder raus. Ach so. Ja. Wer ist denn hier der Barmann? Weißt du, war ein kleines Bettchen. Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen übertrieben. Ich müsste mal schlafen. Weißt du? Er muss auf die andere Seite. Hat jemand Sex on the Bee oder sind Sie der Barmann? Jo, jetzt aber. Und ja. Ja, wer ist doch ein Also, Obi hat diesen Leonardo gekickt. Da hast du mir ein Bier gegeben. Morgen. Jungs? Schöne Falle. Ja, ein Whisky habe ich bei 2 Promille hier. Läuft aber gut hier heute. Sind Sie hier der Barkeeper? Ja, wunderbar. Okay, das wären dann einmal 25.000. Wer kommt denn noch rein? Wer ist denn? Aber der bezahlt jetzt 25.000 und das Ende, ne? Ja, du. Wusste ich nicht. Oh, shit. 5 Minuten für 25.000, ja. Der steht hier noch hoch auf dem Hockey, ne? Ja. Wir danken dir. Komm. Wunderbar. Vielen Dank. Ist das für Nightwishing auch? Achso, was war ich? Oh, der Heli nervt. Wo ist denn der? Vielleicht kommt noch einer. Rechts oben, wir suchen gerade visuell, akustische Hörchen natürlich. Hey, ja. Ja. Hier direkt vorne ist der, links. Hier. Ach, da. Und hier rechts ist der andere. Ah, ich sehe ihn noch. Warum bewegt sich auf einmal alles? Ja, und hier, 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 hier. Das ist die PA hier. Schnell und alles ist doppelt da. Wo sieht er es weg? Ja, wieder ja. Und auch. Geld von 3.000 können Sie ja auch. Ich glaube, ich gebe mich mal aus, nicht dann oben im Haus. So. Ich würde mir gerne richtig hintergeben, Herr Palokopo. Ich auch, das können wir haben. Nehme ich nicht gleich dazu. Nee, das möchte ich gerne auch wieder vorziehen bei diesem Outlining. Zum Umfallen. Was hat denn jetzt für eine Aktion? Hey, was denn? Meine PA. Genau. Kommt ihr hin? Ja, keine Ahnung. So, 25.000 für 4 Minuten Spaß. Irgendwie ein Quickie im Puff. Ja, das ist nicht so teuer. Alkohol verdrückt ja. Das stimmt sogar. Ah, okay, ja dann. Das wären 25 Euro für 4 Minuten. Simon, willst du auch ein? Ja. Hab ich gerade vom Feld mitgebracht. Ja, ja, immer gerne. Ich hab heute Cheat, ich baller alles rein. Stell doch dein Bein, ey. Na, um Gottes Willen, was habe ich denn gehört? Mir ist hier was zu Ohren gekommen, das nicht sehr freundlich ist. Wo ist denn der Kollege? Aber voll schnell rumgezahlt. Anderthalb Stunden liegt gut rum. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, da meinte der Kollege, er soll nicht mehr rein. Ja, wie heißt denn Ihr Kollege? Na, der müsste, ja... Gut, los, schmeiß alle raus. Oder was ich den gespeichert habe, klar, Moment. Der eine hat gerade 25.000 bezahlt, jetzt raus. Mir egal, schmeißt alle raus. Na, das ist der nette Kollege. Robert hat keinen Bock mehr. So, Jungs. Die Party ist zu Ende. Das war's dann. Das Bier ist leer alle. Da war die Mailbox. Danke, danke. Mann, so guten Job, ne? Ich weiter feiern, Mann. Ich kann so noch Bier reinpfeifen. Streich.
Jo, Zapfenstreich, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Heimreise. Die Jungs von mir, die haben jetzt genug gearbeitet. Jetzt ist langsam Schluss. Die wollen auch noch ein bisschen was trinken, den Rest. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, ihr kommt beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Na ja, Türsteher, wo sind sie denn? Ich sehe sie an der Zahnunterblieben. Habt ihr mich verstanden? Ja. Ja. Oder 23 Mariola. Können wir nur noch Fallschirmspringen gehen, Robert? Mit Mariola. Yeah. Hallo? Ja, da musst du dich an meinen Chef finden. Da hab ich nichts mit zu tun. Aber ist denn was? Vielen Dank an die LZ. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Beat uns bald wieder. Danke nochmal für die Einladung, ne? Und noch. Einmal die Dinge sind schön auf. Wie kann man denn das erwerben? Danke ebenso. Einfach mal fragen, wer der Chef ist. Der wird sich schon mal. Ah, ich weiß, sind Sie mal wunderbar. Ja, ich geh mal aufs Klo gucken, ob der noch jemand. Dann mit der PS, mit der SOA reden, ne? Ist das mein Wagen, Mann? Ja, da mit der PS. Ja, morgen machen dann. So ist noch einer von euch. Robert, kann das gut. Nee, echt, das ist einfach wichtig, dass Robert keinen Bock mehr hat. Geht den haben wir noch. Haben wir noch einen Whisky. Haben wir noch einen Whisky. Für uns haben wir noch einen. Was los? Ich fang schon mal an zu trinken hier. Warum seid ihr dann schon so früh weg? Okay, Herr, gehen Sie mal bitte von ihm weg. Von ihm weg. Hallo. Ja. Was war denn los? Die haben ja alle schon gesagt. Jetzt kann ich, wenn jetzt hier die Polizei vorfahren würde so und alle kontrollieren würde, so wie. Ja. Jetzt ist Schluss. Wir haben jetzt, wir machen zu. Hey du. Wir waren lange genug auf. Party, ja doch, wir hatten jetzt 2 Stunden lang geöffnet. Tut mir leid, wenn sie jetzt erst gekommen sind, aber irgendwann ist Schluss. Ich bin schon ein bisschen länger da, aber mir hat es echt gut gefallen hier. Nächstes Mal, wenn nochmal was ist, nur schreiben, so wissen Sie Bescheid, gell? Ja, wir werden öfter mal sowas machen und beim nächsten Mal vielleicht etwas geordneter und dann passt das schon. Wunderbar. Oh ja. Einen schönen Tag, gell? Ja, sagen Sie, auch früher. So, tschüssi. Muss das echt machen, dass sich jeder irgendwie so eine Box reinstellt, dass hier wirklich genug Leute sind? Ja, dann müssen wir dann mit SOA oder so zusammenarbeiten. Ja, dass sich jeder eine Kiste ranstellt oder sowas und dann... Ansonsten sich immer anstellen oder sowas. Kollege, man muss ja hier noch ewig Geld zahlen, ne? Wissen wir, wo der Oskar ist? Kostenlos, ne? Weiß Bescheid, also. Wenn ich dir was brauche. Jo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hast du ja schon vorher. Ja. Ja, bitte. Wie sieht das eigentlich mit dem Vertrag aus für diese Woche? Nee, tut mir leid, die ist hier nicht drin. Ja, das wollten wir eigentlich mit dem Bier besprechen. Dann. Vielleicht können wir das dann gleich nochmal machen. Wenden wir uns dann wieder hier. Ja. Also, Sie melden sich. Ja, wir melden uns dann. Wer ist denn das, der vor dir ist, Bull sei, ne? Ja, okay. Hat jemand von euch eine Kativa ausgeteilt mit einem, also hat jemand von euch eine Kativa ausgeteilt? Ja, aber irgendeine Kativa wurde doch geklaut, oder nicht, von irgendjemandem? Ja, mein lag am Boden. Weil ich komme. Aber eine Wahrheben hab ich ausgeteilt. Also, hier ist einer mit einer Wahrheben. In der Stadt gibt es ein Haus. Ja, mal. Da musst du nur hin. Ja, wir sind dabei. Ja, komm mit, ich hab eine. Komm mit. Komm her, ich hab eine. Robert, jetzt mal wieder. Der hat fett hier gegen alles. Wegen der SOA hier, hat er mal gefragt. Ja. Einfach immer da, wo das Licht ist. In ihrem Vertrag da. Morgen? Gut, dann schreibe ich dir morgen. Schönen Abend noch, Herr Müller. Ach du Scheiße, nie. Herr Müller, falsche Richtung. Darum. Da, wo das Licht ist. Wo
Boah, ist der besoffen, ey. Ja. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir mal aufpassen, wenn ich zu viel trinke. Ja, dann müssen wir uns dann eine Gruppierung rausnehmen, mit der wir zusammenarbeiten hier. Hallo? Und dann macht hier, die Ehen machen nur Catering und die anderen sind dann mit bewaffnet hier und passen auf, dass keiner Scheiße baut. Aber wie weiß ich nie wieder Catering, das ist so übel scheiße. Ja. Wenn du hin und her laufen musst hier, das ist wirklich doof, ja. Also, das ist echt, vor allem, wenn alle blabbern und... Ja, lief doch soweit alles ganz halbwegs glatt, ne? Der Müller kommt hier nicht weg. Wieso? Der macht so geiles AP, der Typ. Ja. Aber wieso kommt er nicht weg? Ich glaube, der hat kein Fahrzeug mehr hier oder so. Er fragt die ganze Zeit nach Übernachtung. Richtig, ja. Also das ist echt ein witziger Kauze. Ja, dann soll er hierher kommen, dann kann er übernachten, da kann er noch ein Bier mit trinken. Er kann ruhig bleiben. Dann hole ich den. Ich hole den ab, Hunter. Der ist nett, der ist VIP-Guest. So, jetzt trinke ich erstmal weiter hier meinen Whisky. 1,2 Promille. Ich will auch noch was trinken. Was? Ihr trinkt schon, ich muss hier oben aufpassen. Die laufen hier auf der Tankstelle. Ich hab erst das zweite gedruckt. Gott. Ja, dann kommt aber mit. Sag ihm, dass er einsteigen soll, Nauki. Wenn die Gastkarte waren, kriegen sie hier seine Kutsche. Komm mal einsteigen. Also 5 Meter so. Bin schneller laufen als ihr mit dem Fahren. Ich hätte auch rückwärts fahren können, aber das wäre dann alle gewesen. Hier ist alle, eben waren noch 25 Stück drin, ich habe mir die 4 rausgenommen. Wir sind bloß auf 14 Stück. Standbild. Ja, ich hab sie ja, SOA, er hat da gesoffen wie Sau hier. Hast du nicht gesehen, oder PS? Wir müssen. Da war doch einer unmächtig von denen. Also hier sind noch 18 drin. Kann doch jemand fliegen, wenn wir noch Schnaps holen, dass jeder von uns da besoffen wird hier. In der Base. Doch kein einziger Bier weg. Warte mal, was hab ich noch? Was haben wir zuletzt gemacht? Hab ich da drüber noch was drin? Bei mir? Jeder muss da fliegen können. Ich kenn die alle. In der Base habe ich da glaube ich auch was drin, oder? Die Base ist glaube ich leer, meinte er irgendwann, oder? Nee, meine, ja. mein. Ach so. Ich habe da noch irgendwas reingemacht bei mir. Ich habe bei mir noch Gras drin. Ja, schneller. So. Also. Wo ist denn Whisky ich hab oder irgendwas Whisky Alkoholisches? Ich bei mir drin, alles klar, ist kein Problem. Sauber. Wo ist denn der restliche Alkohol, also da haben wir gar nichts mehr. Hier ist alles weg. Nein, hier ist doch noch Whisky drin. Ja, ein bisschen ist da aber nicht mehr viel. OZ. Benutzen. Oh, geil. Ich hab schon, sie haben ihr Fahrzeug gesperrt. Promille. Ja, dann. Kommen Sie mal wieder mit, wir gehen jetzt da draußen. 1,2. 1,8. Boah, oh, Alter. Wir haben hier Special Guest. Ja, scheiß auf das Tor hier oben. Ja, kannst du alles zumachen jetzt. Ist das alles leer? Nee. Der Bier ist noch drinne. Ich mach ihn da ein bisschen rein, warte. Ja, dann tue ich jetzt meine Waffe weg. Ja, ich auch. Besser ist besser. Oh mein Gott. Ich hab beim Bier mache ich jetzt nur ein bisschen Whisky rein hier von mir. Treppe treffen müsste man auch. Kümmer sich mal einer kurz um den Müller oder Besowski. Wo ist er denn? Wer ist denn dieser Erwin Müller? Netter Typ. Wo ist er denn? Der steht hier am Bier. Ich hab keinen Plan, wo das Bier ist. Aber auch hier. Herr Müller, wie kann ich Ihnen denn zu Ihrer Zufriedenheit etwas tun? Ihrer Zufriedenheit ist was zu. Warum ist denn feiern, ne? Weil ich ja nicht nach Hause komme, ohne Fahrzeug. Ja, das feiere ich noch ein bisschen. Rauchen Sie? Wie bitte? Ob Sie rauchen? Nee, ich trinke nur. Ja. Ich habe mir schon zu viel Whiskyflaschen gegeben. Mal ausprobieren, ne? Rucksack tue ich weg, ne?
Ja, ich habe jetzt auch noch Kleidung an. Oh. Der hat nur noch Kleidung an. Sie hatte nur noch Kleidung an. Sie hatte schon noch... Ach, ich habe Singverbot. Scheiße. Ich dachte, die tote Geburtstag hatte, dass das aufgehört hat von Alena, aber ich dachte ja... Geht. 2 Promille. Können wir mal lieber hinsetzen, ne? Brauchen wir noch Umteile. Lass uns mal beim Pavillon hinsetzen. Warte, ich brauche noch Bier. Und zwar schnell. Ist im rechten Container drin. Und da ist auch Whisky drin, ne? Bier! Feierabend! Kommt zum Pavillon, setzt euch hier hin. Und mit der Melle, setzt uns hier oben in die Lounge. Kann ich nicht mehr als 2 Promille trinken. Ja, also, kann ich nicht mehr als 2 Promille? Dann schau zu meinen Kollegen mal setzen, und schauen, ob sie sich doch. Auch kannst mehr trinken. Normalerweise. Ich habe schon etwas Alkohol getrunken. Ja, bei mir auch. Bitte uns als weniger. Muss ja erst mal ein bisschen warten. Wo seid ihr? Alle oben? Pavillon. Ist auch einen kleinen Rucksack auf, was kann ich nicht so viel tragen. Mal so hier in den großen Kreis machen. Warum packt ihr alles weg? Ja, weil ich besoffen bin und dann alles weg ist. Also, ja. Zumindest aus deinen Klamotten solltest du das Zeug rausnehmen. Weil die Sachen gehen verschwinden. Wenn du ein Blackout hast. Aber jetzt Rucksack oder so könntest du theoretisch behalten. Versteh den, ich muss das mal lauter machen. Da sind die ersten 5 Flaschen schon weg. Oh, ich rauch mal eine. Muss mir auch mal ein. Gönnt euch. Was, du möchtest auch einen? Jo. Ich hab leider nur jetzt noch einen, also wer noch. Bitte sehr, ich hab dir einen gegeben. Danke. Aber ich meine jetzt, falls jetzt noch jemand möchte, deswegen. So. Hey, die anderen sind unwichtig. Was nehmen wir uns denn jetzt noch vor? Wo müssen wir denn noch die Party quetschen, Leute? Mal gucken, ob ich jetzt was trinken kann. 2,2 Promille. Machen wir gleich noch einen. Kann man jetzt noch Auto fahren, wenn man. 3,8. Ne. Da kann man Auto fahren, man kann immer Auto fahren. Da wird er eingeführt. Ich komm gleich wieder, ich hol mir mal eben Fritz Kohl HBG. Wo geht es denn heute hin? Der Robert auch AFK? Ja, ich bin da. Chef! Ja, ach so. Ja, Chef! Da, Chef! Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Alles so vernebelt hier. Was denn los? Braucht noch jemand was? So, meine lieben Damen und Herren, ich bin wieder da. Mein Vater kam gerade rein und meinte: Was willst du? Ich kann den Chef rufen, ne? Wir haben nichts mehr zu essen, doch, ne? Doch, kacke. Soll irgendwas machen? Wir gehen dann Fallschirm springen ohne Fallschirme. Ja? Ja, okay. Okay. Aber mit Marihuana, also raucht nicht alles weg. Ich will doch noch Marihuana kurz machen gehen. Müller. Ich hab ein Blackout. Echt? Ja. Du so hast schnell? Einen Blackout. Ja, ich hab 2,8 Promille oder so. Was? Warum stand es jetzt nicht, dass du in der Öffentlichkeit getrunken hast? Auf jeden Fall da so. Da ist jemand besoffen, Herr Müller. Neben Ihnen. Oh Gott. Ich glaube ich auch. Was für Hölle ist mit mir passiert? Was ist hier los? Sind meine Klamotten? Ich brauche mehr Bier. Ich sehe nichts mehr, weißt du das? Ja, wenn man aufsteht, sieht man echt nichts mehr, ne? Ja.
kann ich noch mehr trinken. Also jetzt irgendwie. Aber ich kann noch einen rauchen. Effen geht immer. 1,6 Promille. Robert macht sich einen Wurf. Musst du aber deine Geheimnisse verraten? Nichts. Auch nix, null. Ja, wenn wir jetzt in den Kampf verwickelt werden, ne? Wir sind tot, wir sind tot, Alter. Wir haben noch nicht mal Waffen, oder? Robert hat eine Waffe, oder? Naja, mit einem Fuß. Der einzige, glaube ich. Ja. Ja. Viel Spaß, Robert, ne? Robert macht das schon. Machen das wie die Russen, wir rennen einfach auf die Leute zu und die kriegen Angst. Weil wir so viele sind. Irgendwie, achso, jetzt. Gut. Fing dir mal aber an. Nö. Ich bin überzeugt, dass du das. Er steht darauf, so nackig rumzulaufen. Boah, jetzt hat sich gerade so komisch angehört. Eigentlich findet keiner was dabei, aber scheiß drauf. Haben wir denn überhaupt heute gemacht? Gesoffen. Naja, haben wir Gewinn gemacht irgendwas? Ach Quatsch. Also die Auspackgebühren waren mehr als das, was wir hier. Ich hab 80.000 bekommen. Achso, okay. In dem Money Bitch Hunter sind irgendwie 200.000 oder so. Ja. Müssen wir rausnehmen und einlagern dann, ja. Das ist jetzt einfach eingepackt, vielleicht. 280.000 habe ich gemacht. Dann ich habe wieder 1 Promille. Jetzt habe ich 1,6. Dann lager ich dir mal. Auch Alkohol. Wieso kannst du so schnell hintereinander saufen? Weil ich krass bin. Der Hunter? Nee. Der ohne. Also, wenn wir fertig sind mit dem Zeug, dann werden wir nach Krawalla fliegen. Und dann machen wir Fallschirmspringen. Leider haben wir keine Fallschirme mehr. Juhu. Aber springen tun wir trotzdem. Hey, wir werden sich aufkommen. Fallschirm springen. Gott. Ja, das ist glaube ich. Klatsch. Bitte so. Oh Gott. Ich zieh meine Sachen aus. Ich verliere die weil ich mich besaufe, also kann ich die auch eben rausziehen. Wer ist denn hier der Zivilist? Ich? Nobody, natürlich. Nobody hat, glaube ich, als einziges mit der Maske auf. Oh, so ein Blackout. No, guten Tag, ich bin vom ARC. Ich habe mehr Lastkreisen dabei. Was? Ich bin vom ARC. Brauchen Sie einen Ersatzkreisen? Ja, wie kannst du dich so auf den Rücken legen zum Blackout? Nur Body ist in der Öffentlichkeit. Hallo. Hat jemand noch was gebrochen für mich? Ne, doch, in der Base, aber ich hab Bock aufzustehen. Oh. Du stehst doch. Robert hat's auch betrunken. Ich will, dass ihr alle Blackout bekommt und ich kann nicht hier so schön hintereinander trinken. Aha. Das kommt mit der Zeit von ganz alleine. Ronja, das ist bei einer Frau normal. Nein, das ist echt nicht normal bei einer Frau, dass sie länger durchhält hier. Was für eine Frau? Wie viel Promille hast du denn? Ja, okay, das stimmt. Wollen wir ein Glücksspiel machen gehen? Nein, wir wollen das nicht wieder so enden lassen wie letztes Mal. Aber ich krieg trotzdem noch eine Million von dir, ne? Hast du die Skyline aus dem Auto rausgeholt? Ich überlebe das Fallschirmspringen. Machen wir das Fallschirmspringen mit der Banane? Ja. Ernsthaft? Ja, wieso nicht?
drauf. Achso, der Pilot kann ja eh nicht rausspringen. Ich dachte gerade schon. Alles klar? Nee, ja, ich bin, dass ihr alle besoffen reden könnt. Wer fliegt denn dann überhaupt? Nein, weiß ich nicht, wer? Einer mit DLC oder mit einem anderen Hummingbird. Ich kann auf jeden Fall nicht fliegen. Ja, ich kann auch nicht. Kann man jetzt mal, wenn man als Co-Pilot reingeht, und kann man auch abspringen, oder? Nein. Nee. Wir machen das eh zwei, dreimal. Ich meine, wir verlieren eh nichts. Außer Zeit. Ich will nämlich das auch mal von unten filmen, noch wie er da runterfliegt und einfach nur aufklatscht da. Ja gut, dann, keine Ahnung, dann hol ich einen Hummingbird. Geh mich dann schon mal umziehen. Dann Orca. Ich hab mich schon komplett aus in den Lucky da. Wo willst du einen Orca holen? Ja, weil ich kann das Ding nicht fliegen, ich hab das Ziel. Ich kann auch Robert fliegen. Robert eben. Robert will doch springen. Achso. Ja, kann er doch. Ja. Ja, aber nicht, wenn er fliegt, kann er nicht springen. Dann fliege ich halt dann. 400 Meter Höhe. Oh, ich bin halt letztes ab, damit ich euch schön mit abfliege. Ja. Bitte erst abspringen, wenn die Klappe aufgeht. Ja, jetzt hier zumachen bitte, danke. 500 Meter. Nur richtig warten. Wenn wir nicht mehr machen. Ja. Meter. Robert ist auch. Ja, das ist ein GPS, der wird 1000 Meter. Sind 300 Meter. Oh Gott. Also ich bin auf Höhe. Ja, wir sind jetzt in der Zellstufe. Wir sind richtig. Ja, ein Läufchen. Wo wollen wir abspringen? Wir sind bei 1500 Meter. Warte. Wir haben unsere Sprunghöhe von 1600 Meter erreicht. Ich mach die Klappe auf. Ich wünsche einen guten Flug. Ja, ich bin ja gerichtet. Ich lande genau. Ich lande auch genau. Ja. Also vorne. Nee, ich lande gestorben. Ich lebe einfach. Ernsthaft? Ich bin im Busch gelandet. Ich muss.
gibt es jetzt Kuchen bei dir. Das ist so giftig. Lass mich giftig. Oh, hat er das selbst gemacht? Jetzt dein Bier. Ja, wenn nicht. Ich bin wieder auf dem Parkplatz in meiner Nähe. Also, ich weiß nicht. Das sieht geil aus. Da siehst du das schon? Ja. Oh. Du bist von Heli hier. Das raucht. Bitte auf den Bullen, komm. Ja, Alter, ich genau in den Säulen. Nein, Bruder, Scheiße! Was müsst ihr euch angucken? Hat er aufgenommen? Ja, ich habe nur ein Bild gemacht. Wie das raucht. So gut, dann war es das jetzt. Haben wir das auch gemacht. Aufnahme beendet.